Kommando zurück. Ich habe nämlich im letzten Video was gesehen, beziehungsweise auch dann nachträglich in den Kommentaren gelesen, dass man Schiffe ja wirklich übernehmen kann, und zwar mit dem Befehl, den ich gerade erst vor kurzem erklärt habe, diesem Kommandierbefehl. Das heißt, ich könnte jetzt das Ding hier kommandieren. Die Frage ist nur, ob das überhaupt Sinn macht. Also ja, es ist stabil und es hat keine Viecher mehr drin. Es hat nur eine Scrap Capacity von 30, also es kann weniger Scrap tragen, aber dafür hat es vielleicht noch Treibstoff. Das heißt, ich könnte dann mit diesem Schiff hier noch zu dem Schiff fliegen. Was bist du denn für einer? Ja, es ist vom Schifftyp her dann das gleiche. Aber wie gesagt, ich könnte eine Mission mehr machen, bevor ich einen Jump Sail benutze. Außerdem sind hier manchmal diese Module fest installiert gewesen. Das heißt, wenn ich das Schiff dann übernehme, dann habe ich diese Module wahrscheinlich auch drin. Frage ist nur, was mit den Dingern passiert. Aber die sind hier in meinem Inventar, also werden sie hoffentlich mit rübergeschoben. Und wir haben jetzt schon einen Private B. Also, ja, okay. Ich versuche jetzt da reinzugehen. Wahrscheinlich nur mit einer Drohne ohne Ausrüstung, falls irgendwas schief läuft oder falls die Ausrüstung beschädigt wird dadurch und so weiter. Ich gehe rein, versuche das Ding zu übernehmen und gucke, ob das Ding Treibstoff hat, um diese eine Mission oder vielleicht noch sogar noch zwei Missionen zu machen, bevor ich springen muss. Also mache ich jetzt einfach Board. Travel to another ship or system to continue exploring. Oh. Can't revisit the ship. Das ist ja doof. Okay, davon bin ich irgendwie ausgegangen, dass man wieder zu alten Schiffen zurück kann. Das ist vielleicht ein Bug? Schade. Aber gut. Bei jedem kommenden Wrack, das wir boarden mit unseren Drohnen, werde ich darauf achten, was für ein Schiff das ist, was für Module drin sind und ob man es nicht mitnehmen sollte oder nicht. Weil das wäre echt schick, irgendwas zu haben mit mehreren Modulslots oder mit mehr Treibstoff und sowas alles. Das heißt, wir springen jetzt weiter von hier aus. Hatten wir da alles? Nee, hatten wir nicht. Kann ich irgendwie gezielt dahin springen? Das ist ein Tech B zum Beispiel. Mit noch weniger Scrap Capacity. Aber Tech klingt irgendwie toll. Eine Space Station. Ein Salvage Vessel mit 138 Scrap. 151 Scrap. Aber die sind alle volatile. Die werde ich nicht übernehmen können. Okay, was ist mit dir? Hazardous. Was ist denn Hazardous jetzt? Hier will ich auch nicht unbedingt hin. Was ist hier mit? Volatile, Salvage C, Volatile Barge C. Hier ist ein. St also, das ist Wormhole, das ist Stable. Und ein Militärschiff mit Stable. Fuel Station. Also, das hier klingt gut. Das da. Außerdem ist da auch ein Stargate und da können wir mal gucken. Also, Jump dahin. Und wir sind jetzt bei einem Salvage Vessel. Das werde ich auch boarden. Aber ob ich es kommandieren werde, ist die nächste Frage. Und hin will ich zu dem hier unten. Weil Military A klingt gut. Und es ist stable. Space Station wäre auch stable. Barge wäre volatile. Also die Frage, was passiert, wenn ich ein volatiles Schiff kommandiere? Kann man das denn unter dem Arsch wegbrechen? Oder sind die Slots einfach nur schon kaputt? Oder gehen schneller kaputt? Oder was auch immer. So viel zu beachten. So, Drohnen. Hatte ich schon abgespeckt. Sollten soweit okay sein. Also, boarde das Ding. Volatile Infestation Types 2. Integrität Medium. Okay, board. War eine Military Patrol in einem Salvage Vessel. Hatte 8 Crewmitglieder und 14 Beamte. Okay. A1, NAV All. Ich weiß nicht, wie oft das in den Kommentaren erwähnt wurde, aber es war recht häufig, dass ich den All-Befehl doch allgemein häufiger einsetzen kann bei mehreren Sachen als nur bei Gather All. Scoute hier einmal durch. Achso, du kannst mal aus dem Weg gehen. Du kannst mal aus dem Weg gehen. Du kannst den Schrotter schnappen. So.
Was haben wir hier schönes? Schon mal Scrap. Scrap und ein Schacht. Da muss ich... Oh, eine kaputte Drohne kann das sein. Destroyed, ja. Cannot use tower on destroyed drone, only disabled drone. Schade. Schade. Aber im Luftschacht muss ich vorsichtig sein, weil ich denke, wie ich ja können, allgemein von einem Raum mit Luftschacht zu einem anderen Raum mit Luftschacht. Motion Scan geht nur da hinten, ernsthaft. Okay. Dann gehen wir hier hin. Du hast einen Sensor, das heißt, du schmeißt den Sensor einfach jetzt hier rein. Sensor. Blub. D5 und du machst jetzt aber mal D7 auf. Ich finde es so gut, dass das Scan-Symbol. Haha. So. Was jetzt aber nicht heißt, dass in R4 nicht noch ein Vieh ist. Wie mache ich das jetzt? Ich schicke sie einfach nach R5. Okay, mach D. Nein, nicht die. D6, verdammt. Das meinte ich mit vertippen, es kann hier ein Todesurteil sein. Geh raus. Lost Videos. Achso. D6. D7. Aber hier sollen ja zwei Typen drin sein. Also irgendwo könnte eine Doppelbesetzung sein. Das ist echt wenig Platz. Und es sind keine Module drin. Es, ja, es fragt, ob ich das Ding haben will. Was? Achso, Videosignal ist wieder da. Es kommt nichts runter. Das heißt, eventuell sind jetzt beide Viecher in R5. Wo ist mein... Geh mal weg vom Eingang hier unten. Mach A1 bitte zu. Du geh auch weg von dem Eingang da unten. Und unser Test-Wolli geht mal... dahin. Da ist ein Slot. Das ist doch ein Slot, oder? Ich kann diese Bodenplatten nur so schnell auseinanderhalten. Nö, nix. Okay. Das heißt, jetzt verschiebe ich die einfach, richtig? Ja. D5. Wobei, ich kann auch sie einfach töten mit diesem Sauerstoff-Raussaug-Ding. Allerdings verlieren sie dann auch alle ihre Scrap-Sachen, an die ich aber eh nicht rankomme, weil ich sie nicht töten kann. Jo, also... Oh. Ich saug aber auch den Sensor raus. Ja, das ist nicht gut. Okay, dann anders. Öffne D6. Das dauert jetzt ein kleines bisschen. Ich lock jetzt den von R5 nach R3. Wenn er drin ist, mache ich die D6-Tür zu, mache die D7-Tür auf. Lass es dann nach der R4 tapper, mache D7 wieder zu. Mach die D6 wieder auf, um dann das zweite Vieh rauszubekommen. Genau, D7. D6 auf und jetzt ist ein wenig Unsicherheit da, weil ich weiß halt nicht, ob überhaupt wirklich zwei Viecher da sind, obwohl es eigentlich gescannt wurde. Und ich weiß nicht, ob gerade beide hier drin waren oder nicht. Also es kann auch gut sein, dass R5 jetzt schon leer ist. Das heißt, ich werde so 10, 20 Sekunden warten müssen und dann weiter gucken. Noch eine Frage, die sich mir gerade aufdrängt. Was ist, wenn ich das Schiff jetzt übernehme? Also erstmal, ob die Ship-Upgrades übernommen werden und so weiter. Das ist alles schon mal interessant. Aber auch, was mit der Drohnensoldat passiert. Also ja, ich kann destroyte Drohnen normalerweise nicht tauen. Aber das ist denn ja mein Schiff hier, zukünftig. Auch wenn denn mein Docking-Ding größer ist als das Schiff. Das heißt, vielleicht kriege ich ja den Scrap davon. Oder irgendwas in der Richtung. Das müsste man mal gucken. Und ich glaube, ich habe jetzt lange genug gewartet. Also es scheint sicher zu sein. Das heißt, es sind wohl beide Viecher gleichzeitig raus. Auch da. Oh, sehr schön. Nav 1, R5. Achso, D5. Runter da. Zum Weg gehen. Was? Was? D5. 4. D6. Und
Ja, Gott. Wo ist der Taumensch? Ich habe keinen Taumensch. Wie. Jetzt ist wieder sicher. Ja, sehr schön. Da drin ist kein Lüftungsschacht. Da drin ist kein Lüftungsschacht. Es gibt nur einen einzigen Lüftungsschacht. Das heißt, die Aliens kommen nicht von einem anderen Raum aus durch den Lüftungsschacht hier rein, sondern sie sind einfach in dem Lüftungssystem und das ist der einzige Ausgang. Also ich hätte viel länger warten müssen, irgendwie. Ich kann sie jetzt raussaugen, aber das ist meine Drohne, glaube ich, auch weg. Und ich kann eh nicht kommandieren. Oder? Wie schreibt man das? Ship does not yet meet commander requisitions. Help. Commandier. All room must be verified, sind sie. Vessel must be free of infestations. Ja, das Zeug ist mal da, mal nicht. Weil es halt in Infestation Shaft reingeht. Ich hab noch einen Generator-Fuzzi und einen Interface-Mensch, aber es gibt keinen Computer. Das heißt, ich habe jetzt keine Möglichkeit, meine Viecher neu auszurüsten. Außer ich öffne die Luftschleuse hier bei A2. Besser. Ich mache es jetzt schlimmer. Ich öffne jetzt D4, gehe nach R4 rein. Da ist auch ein Vieh drin, oder? Also der Plan wäre, ich gehe nach R4 rein, mit beiden, mache die Türen wieder zu, bunker mich hier drin ein, lock dann die Viecher hier in diesen Raum, dock mit dem hier ab, dock da hinten an und dann kann ich jede Luftschleuse nutzen. Und dann werden auch nur die Viecher rausgesaugt und nicht meine beiden Drohnen, die ja hier im offenen Bereich sind. Außerdem würde es ja alles verstrahlt werden, auch wenn ich das zu lange offen habe. Achso, du musst da stehen bleiben, sonst... Ja. Also ist jetzt ein großes Risiko. Sehr groß sogar. Weil es sollen zwei Infektionstypen sein und ein Typ ist wahrscheinlich das Ding, was in den Schächten da lauert. Was ziemlich garstig ist. Ja. Aber, ja, ich habe sonst... Wenn ich die beiden Drohnen nicht bekomme, habe ich zu viel verloren. Lauf. Ja, friss mich auf. Ist okay. Ja. Gut. Ich habe was Neues dazugelernt. In diesem Leben. Also in dieser Staffel quasi. Luftschächte sind gefährlich. Luftschächte sind sehr, sehr gefährlich. Und es kann irre lange dauern, bis die Viecher rauskommen. Vielleicht kommen sie auch nur raus, wenn gewisse Gegebenheiten da sind. Ja. Ich habe jetzt eine Drohne in meinem Schiff, mit der könnte ich weitermachen. Aber das werde ich nicht. Nee. Zeig mal. Also, was kann ich jetzt noch machen? Achso, ich kann jetzt mach mal A2 auf und gucken, was passiert, ob die Drohne wirklich rausgezogen wird. Also unsere. Achso, ist ja nicht offen. Warum ist er nicht vorbei? Und warum wurden 3 und 2 zerstört? Das ist auch eine Frage. Also die hier wurden ja von demselben Vieh überfallen anscheinend. Also es sah genauso aus, war so ein komisches Wuselding. Die wurden von demselben Vieh angegriffen. Aber die hier wurden nur disabled und die hier wurden zerstört. Beide. Also wenn jetzt einer zerstört und einer disabled worden wäre, dann könnte man sagen, okay, es gibt vielleicht eine 10% Chance, dass jede Drohne, die angegriffen wird, zerstört wird, statt nur disabled. Aber das sind gleich beide? Das ist komisch. Na gut, ich mache Exit. Und werde das Spiel gleich abbrechen und einmal neu anfangen.
Ja, alles ist kaputt. Und wir haben Colin und wir haben wie viel Schrott? Wir haben einen Schrott. Ja, nee. Letztes Mal lief es ganz gut mit dem Wiederaufholen und so weiter, aber da waren die Grundvoraussetzungen ein Ticken besser. Außerdem würde ich jetzt gerne nochmal neu anfangen, um auch das mit dem Borden von, also mit dem Kommandieren von vornherein richtig zu machen. Also auch andere Schiffe auszuprobieren. Das heißt, ich mache so. Ich mache Main-Menü. Clear User Data. So wie jetzt. Ich kann gar nicht absichtlich aufhören. Es ist ein interessantes Konzept. Okay, das heißt, ich muss jetzt mit meiner. Also ich muss erstmal die Drohne reparieren. So, execute. Da habe ich jetzt null Schrott. Und dann gehe ich jetzt mit dieser Drohne. Geh mal dahin, borde das Ding. Mit der einen Drohne. So. Enter. Jetzt muss ich einfach nur sterben. Oh, da ist eine Drohne unten. Oder ich gehe einfach auf ganz viel Risiko und dann klappt das schon. So, ich habe keinen Generator, ich kann keine Türen öffnen. Aber eben muss eine Tür offen sein, genau da unten. Jetzt turm ich aber kein Interface. Öffne A3. Ich kann sie öffnen. Ich kann mich auch nicht töten, sehe ich das richtig? Mist, ich kann keine Türen aufmachen. Kann ich, wenn ich umdocke, bleibt die Tür offen? Nein. Ich will auch bloß sterben. Wie? Exit. There are one drones not in the bay and will be left behind. Ja, ich will Ende. Aus.